So, hallo Freunde. Da Juli 1952. Okay. Mal gucken. So, ich habe schwarz im Gucken. Schwarzes Scoreboard einblenden. Jawohl. Mal schauen. Und Indisch habe ich auch noch nicht gewonnen. Bogo Indisch. Eieieiei. Okay, gegen die vier kann ich noch alles spielen. Mal gucken. So. Bin ich etwas überrascht. Der Gegner braucht etwas länger. Naja, warten wir mal ab. Hat eine etwas schlechte Verbindung eben gehabt. Eieiei. Na, das kann ja was werden. Ja, Freunde, die ersten beiden Partien gegen den Panda sind geschafft. Ja, waren spannende Partien, waren gute Partien. Ich werde meine persönlichen Aufzeichnungen der Live-Kommentierung sozusagen auf Patreon hochstellen. Und genau. Nächsten Sonntag geht es ja auch wieder weiter. Von daher ist erst Halbzeit gegen den Panda. So, Springer F3. Ja, dann spiele ich G6. Mit der Idee auf Nimzu-Indisch. Auf Bogo-Indisch, Entschuldigung. So, Bogo-Indisch, da muss jetzt aber unbedingt mal ein Haken dran. Gibt's da nicht, aber hier nichts mehr gewinnen. Also ich merke jetzt schon, dass ich auch natürlich noch eine gewisse Zeit immer, ne? Auch in kritischen Stellungen nehme ich mir auch die Zeit. Das finde ich gar nicht so schlimm. Aber insgesamt muss ich sagen, ist gefühlt mein Zeitverbrauch besser geworden. Naja. Wahrscheinlich wird mir diese Partie wieder das Gegenteil beweisen. Wir schauen mal. So, jetzt muss ich rausnehmen, damit ich nicht D5 D6 spielen kann. Auch immer die Frage, ob Läufer D3, der sieht natürlich gut aus, weil er das Feld E4 kontrolliert. Steht aber natürlich hier dieser Gabel hier mal so ein bisschen, ja, könnte ein Tempo kosten. Doch, so, jetzt muss er damit reagieren und irgendwie so gehen, weil ich habe hier vier drüber. Und danach laufe ich hier vier. Ich habe alle Puppen draußen, ja? Also von Eröffnungsproblemen kann ich hier nichts Größeres erkennen hier.
wo ich diesen Doppelbauern hier, weil er mit dem Springer nicht zurückschlagen kann, weil dann wieder E5, E4 geht. Ne? Mhm. Weil der Springer dann hier nicht mehr drauf wäre. Läufer E2, E4. Hm. Okay. So. Gut. Springer F, Läufer auf 3, Springer F3, E4 ist vielleicht ein bisschen, ja, ist vielleicht auch möglich, ja. Er schlägt hier, ich schlag da, er schlägt hier. Ja, aber dann ist der ganze Damenflügel offen, ja, und der Läufer noch auf dem Brett. Wer weiß, wofür der gut ist. Dann gehe ich lieber wieder zurück. Ja, ja. So, jetzt könnte er natürlich E4 selber spielen, um das zu verhindern. Macht er den Läufer etwas schlecht damit. Okay, noch nicht das große Problem. Wenn Weiß dazu kommt, vielleicht mit B4, C5, den Damenflügel zu öffnen, damit der Läufer hier auf dieser Diagonale was zu tun hat. Ich denke mir, dass E4, A5, E4, Springer A6. Jetzt habe ich Druck auf den B4 und wenn er den, er kann den erstmal grundsätzlich nicht mit um FB1 denken. Das ist ein taktischer Fehler wegen A mal B und dann Springer schlecht B4. Weil ich Tempo auf die Dame habe und er mit dem Turm nicht schlagen kann, weil der A1 dann umgedeckt ist. Das Motiv gibt es halt im Königsinder öfter mal. Deswegen E4, A5, B4, Springer A6. Ah, okay, er macht so rum. Dann hätte ich mit C6 gespielt. Okay, ja, der ist auch gut. Jetzt hängt ziemlich konkret erstmal der hier. Den kann ich auch nicht denken. Muss ich also so spielen. Genau. So, ja. Er hat das Feld E4 für seine Figuren, das ist bestimmt sehr, sehr gut. Also. Und angenehm zu spielen, ja, die Lauferdiagonale ist offen und so weiter. Vielleicht kann er irgendwann mal mit F4 überlegen, ob er was versucht. Da ich aber dieses Gegenspiel am Königsflügel mit F4 gar nicht verhindern kann, sollte ich zumindest das Spiel am Damenflügel einschränken. Und erstmal A5 spielen, ne? Und auf F4. Ja, ich glaube, das macht Sinn. Wenn ich dazu komme, noch A5, A4 zu spielen, ja, das kennen wir hier. So, Läufer F5
verliert eine Figur, ne? Wegen Springer F6. Auf H, ja, hier steht er einfach nicht gut, ja, weil kriege ich immer mindestens einen Doppelborn. Also gehen wir hier hin nach D7 zurück, was den Bauern unterstützt. Der Springer geht über A6 raus. Und dann möchte ich auch noch C7, C6 vielleicht mal spielen, um eine Linie zu öffnen, um hier auf der C-Linie vielleicht mal ein Gegenspiel zu kreieren. Solche Ideen schweben mir durch den Kopf. Machen wir. Ja, ich habe etwas weniger Raum insgesamt. Ja. Ah, da kommt schon F4. Ja. Ja, spielt das sehr, sehr gut. Jetzt droht hier rausnehmen, dann hier Doppelbauern. Das heißt, ich muss meinen Springer wegziehen. Durch Tausch könnte ich mich mal so ein bisschen entlasten. Ne? Und durch diesen H6 habe ich ja das Feld G5 kontrolliert. Egal wie er jetzt hier schlägt. Jetzt kann ich F7, F5 spielen. Der Bauer ist zweimal geleckt. Ich greife die Figur an, die zieht zurück. Und dann kann ich E5, E4 spielen. Greife diese Figur mit Tempo wieder an. Und dann kann ich A5, A4 spielen. Ja, und dann den Springer da reinsetzen. Und dann im. Klar, er wird irgendwann einen Hebel mit G4 haben. Das werde ich nicht verhindern können. Aber ich habe ja auch jede Menge eigener Vorteile dadurch. Glaube ich. Ja, ihr seht immer, ja, man muss immer so neue Stellungsbilder immer wieder abschätzen. Das ist gar nicht so einfach immer. Was ist meine Alternative zu F7, F5? Ich kann jetzt hier A5, A4 oder Springer A6 spielen. Aber, und das ist das, was mich so ein bisschen abschreckt, ist, dass er dann vielleicht mit F4, F5 das Zentrum komplett schließen kann. Und er droht dann F5, F6. Also ich müsste F7, F6 spielen. Und dann kann er hier vielleicht mit G4 und H4 bei einem geschlossenen Zentrum ein Bauernsturm wagen. Und da habe ich nicht genügend Gegenspiel für. Also sehe ich zumindest nicht so richtig konkret. Hätte nur die Option mit C7, C6 und dann die C-Linie vielleicht, ne? Vielleicht reicht das. Aber wenn ich das mal jetzt gegen F5 Springer C3, E4, Läufer E2. A4, Läufer D1. Oder dann könnte der Bauer hier weg sein, ne? Okay, dann lieber F5, Springer C3, E4, Läufer E2. Und dann Springer hierhin. Dann habe ich nämlich den unter Kontrolle. Und B4 geht nicht. Ich kann mich damit, ja, aus meinem Innersten überhaupt nicht mit anfreunden, wenn er hier diesen Bauernsturm los. Das ist auch
sehr, sehr einfach zu spielen für jedermann, ja? Unabhängig, ob ich jetzt 1800 oder 2800 habe. Irgendwie alles hier nach vorne schmeißen und irgendwie mit den Figuren unterstützen. Komm, ich spiele. So richtig hundertprozentig überzeugt bin ich nicht, ob das gut ist für mich. Ah, ich mache auch meinen Läufer schlecht. Muss dann irgendwann den spielen. Durch den Springer C3 hat er hier auch immer zwei Felder kontrolliert. Es sei denn, er geht hier hin, um diesen Vorstoß G4 zu unterstützen. Ja, von F2 unterstützt er den Vorstoß G4, aber er hilft nicht am Damenflügel. Also ich denke, dass der Springer hier besser stünde. Im Zweifelsfall, er kann der später hier auch noch mal wieder zurückkommen, ne? Genau. So, jetzt. Ah, oder hier, ne? Dann dieses schöne Feld. Aber ich kann es nicht vermeiden. Ich muss die Stellung so gut es geht irgendwie geschlossen halten. Und ich muss mal meine Puppen rausbringen. Hilft nämlich alles nicht. So, wenn ich jetzt A4 spiele, ja, komme ich mit dem Springer nicht nach A6, weil der dann hängt. Also muss ich den jetzt spielen. Und jetzt ist G4 vielleicht noch zu früh. Ja, wegen rausnehmen. Und dass ich Dame H4 habe, dann hängt der G4 und ich drohe Dame G3. Das könnte noch ein bisschen früh sein, dass ich hier zumindest mit reinkomme und einen Turm auch habe und so. Also Optimalszenario wäre natürlich jetzt, den Springer hier hinzukriegen. A5, A4 zu kriegen und dann noch C7, C6 zu spielen. Natürlich drei Wünsche auf einmal. Ja, das geht doch wirklich nicht. Welche Pläne habe ich dann grundsätzlich so am Damenflügel? Ja. Ja, Königsflügel habe ich, glaube ich, keine Aktien. Ja, mit G5 ist, glaube ich, keine Option für mich, weil ich das gar nicht unterstützen kann. Und dieses G4 gilt natürlich auch immer dem E4, um den zu unterminieren. Ah, okay. Er möchte. Aber jetzt habe ich eine Idee. Turm B1. Okay, er möchte also hier spielen. Jetzt möchte ich C7, C6 spielen. Dann kann er B4 spielen. Dann nehme ich den, dann nehme ich den. Und dann spiele ich C6, C5. Damit nehme ich ihm die Option, jetzt hier en passant zu schlagen. Ich greife zweimal den B4 an und auf B5 habe ich das Feld B4 und auf dieses Schlagen habe ich das Feld C5 für meinen Springer. Ich habe definitiv am Ende des Tages dann immer ein brauchbares Feld für meinen Springer. Der C-Bauer bliebe noch über, dass der Läufer nicht optimal ist. Ja, entweder ist der B7 gedeckt oder die B-Linie blockiert. Er kriegt jetzt auch Springer A2 dann nicht so ganz so einfach durch. Gut, er müsste den spielen. Dann kann ich die Dame vielleicht hier hinbringen, ne? Um für den Fall, dass er Springer A2 spielt, kann ich alles wegtauschen und hier auf C3 reinkommen. Dann hängt der E3, der C4 vielleicht. Aber ist alles unklar. Aber gut, aber das wäre jetzt der einzige Plan, den ich jetzt so spontan hätte. Und da ich im Augenblick auch keine großen Alternativen sehe. Machen wir den. Ist so ungewohnt, ja? Jetzt gleich viel Zeit zu haben wie mein Gegner.
Ja, nein, natürlich kann er hier nehmen, aber diese beiden Bauern nehmen viele Zentrumsfelder weg. Die halboffene B-Linie geht auf, dass ich hier vielleicht auch ein bisschen Druck bekomme. Auf den B-Bauern vielleicht, ne? Ich glaube nicht, dass er ausreichend Druck auf den D6 bekommt. Ich kann immer mit Läufer E6 und Turm D8 problemlos den decken. Hab hier ein Springerfeld. Ah, das sieht nicht richtig aus für ihn, ja, dieses Schlagen hier. Schauen wir mal. Okay, Springer, ja, okay. Er will hier hin, ne? Und dann den tauschen ist. Okay, mit dem habe ich überhaupt nicht gerechnet. Jetzt könnte ich ja theoretisch auf D5 zwischentauschen, dass die D-Linie aufgeht, weil er mit dem Springer nicht zurückschlagen kann. Okay. Der geht nicht. Klar. Die Idee von C mal D, wenn er zurückschlüge, wäre natürlich super. Tausche ich sofort diesen Läufer. Er muss hier schlagen. Ich kriege meinen Springer nach C5 wieder mit Tempo. Der A5 ist gedeckt und dann spiele ich A5, A4 und dann habe ich ja alles erreicht. Also wird auf C mal D der hier kommen. So, ein Angriff auf den Turm. Kann ich auf die C-Linie und der kann auch wieder zurück. Okay, ja, kein schlechter Zug. Vielleicht kann ich jetzt hier Dame D8 einschieben. Einfach nur den Springer B6 verhindern. Ist das eine Option? So. Nehmen wir an, er macht nichts. Nur mal angenommen. Dann nehme ich hier und dann habe ich das gleiche, wie ich gerade angedeutet habe. Ne? Das wäre gut. Was kann er denn sonst dagegen machen? E4. Ja, B4 glaube ich nicht, wegen Ausnehmen und C5. Okay. Ja, jetzt wird die Zeit langsam wieder spannend. Das ist bei C5. C mal D, C mal D. Läufer A4. Dame A4, Dame D6 mit. Oh, Bauerngewinn ist übertrieben, ja? Ja, noch Dame D hier. Aber dann, ah ne, Dame D2 habe ich nicht. Oh. Okay, aber ich finde, Springer B6 sollte ich verhindern. Denkt immer dran, man muss auch die gegnerischen Möglichkeiten verhindern. Nicht nur die eigenen Ideen im Kopf haben. Aber man muss auch wieder aufpassen, dass man nicht zu passiv spielt. Das ist immer so eine Krux, ne? Wie man es macht, immer falsch. So, wenn er jetzt hier nimmt, muss ich auch mit dem Bauern schlagen. Turm D1, Dame C7.
Ja, wenn er jetzt verdoppelt. Sieht auch nicht schlecht aus, ja. Muss ich Läufer E6 probieren. Um den Turm hier hinzustellen. Ah, okay. Mit dem habe ich ja. Aber tatsächlich, jetzt macht er natürlich Züge. Weil, wenn ich jetzt den spiele, er spielt den. Habe ich das Tempo, aber er kriegt hier halt mit Schach. Ne? Und dann der Turm wieder da. Ja, er kriegt den Springer da rein. Andererseits kriege ich jetzt den Springer auch mit Tempo hier hin. Das heißt, ich schlage hier, er spielt den, ich spiele Springer hier hin mit Tempo. Dann ziehe ich den Turm weg. Ja. Er kann vielleicht schlagen, aber dann habe ich ja immer noch Ideen wie Läufer C6, Läufer E6, A4. Boah. Okay, ich habe auch keine Zeit, das alles jetzt durchzurechnen. Ich glaube, das Schlagen auch, also das Schlagen geht ja sowieso nicht, weil der A4 hängt. Okay, mal gucken. Oh, er schon. Oh. Schön. Den verhaften wir. Den Springer hier hin und der wird jetzt mit A5, A4 gesaved quasi gegen B4. Oh, das hätte schlechter laufen können. Hätte schlechter laufen können. Der Springer ist unvertreibbar, deckt die beiden Bauern, hat hier Felder unter Kontrolle. Gefällt mir. So, habe zwar noch keinen Plan, wie es so richtig weitergeht, ob ich Turm B8, B5, B4 zum Beispiel spiele, ja, und nach dem Tausch habe ich einen Turm hier aktiv, kann hier vertrippeln und auf dem B2 spielen. Das wäre eine Idee. A5 mit der Idee B würde vielleicht auch noch eine Idee sein. Dame B6. Ah. Oh, das kriege ich den mit Tempo durch. Okay, er will wahrscheinlich mit dem Läufer hier schlagen. Ja. Ich halte den Turm mal da auf dem Brett. Ja, ich mach mal irgendwelche normalen, in Anführungsstrichen, Züge. Ja. Er muss sich ja auch immer so ein bisschen um den A-Bauern kümmern, sobald er B4 spielt. Und wenn ich jetzt zu B5 Tempo, dann B4. Und A mal B, A mal B. So, und dann ist dieser Bauer hier fixiert, ja. Dann schmeiße ich da alles drauf, was ich habe. Türme verdoppeln und so weiter. Und dann hat er nur noch hier eventuell mit G4 noch ein Gegenspiel in der Hoffnung. Ja. So, damit Tausch kann ich nur so halb bedingt nachvollziehen, weil es natürlich die dynamischen Möglichkeiten seine Erstellung mindert. Ja? Wenn ich jetzt B5 spiele, ist der ja gedeckt. Und danach Damen tauschen, dann kann er B4 nicht verhindern. Glaube ich. Oh Gott, oh Gott. Das jetzt stimmt. So, muss auch schneller spielen.
Na gut, wenn er jetzt nicht tauscht und Läufer zurückzieht, dann muss ich die Dame tauschen. Und dann muss ich Turm AB8, ne, dann muss ich Turm FB8 spielen. Ne? Ja, Turm FB8. Einfach immer noch den hier stehen lassen für den A3, für den Fall der Fälle. Und ja, und dann B4 spielen, ne? Er wird wahrscheinlich, ja, wenn dann dahin zurückgehen, genau. Da hat er den B5 gleich später noch auch mal als Gegenspiel, ja. Das kann ich nicht verhindern. Wenn er jetzt zu B4 käme. Nee, er kommt nicht zu B4. Er muss ja jetzt schlagen, oder? Ja, glaub schon. Dann spiele ich Turm FB8. Dann geht B4 nicht wegen. Wo der? Und jetzt geht B4 nicht wegen A. Jetzt geht es sowieso nicht mehr. Jetzt komme ich zu B4. Der hier ist immer gedeckt auf G4, habe ich immer G6. Kann den König hier mit ran spielen. Er geht auf Verteidigung, ja, das ist bestimmt sinnvoll. Aber jetzt habe ich jede Menge einfache Züge quasi, die ich erstmal spielen kann. Das ist für Zeitnot immer gut. So, Turm B8, König hier raus. Das sind jede Menge einfache Züge. Und im Zweifelsfall, da kann ich ja auch den Turm hier nach B5 mal stellen, den Springer nach D3. Ja, und vielleicht ist der D5 irgendwann mal, deswegen steht der König auf einem schwarzen Feld, damit er hier nicht in der Festung steht. Denke, ich habe es zumindest von der Praxis her einfacher als er zu spielen. Ja, und wenn er selbst wenn er G4, G6 Tausch spielt, er kriegt seinen Turm hier nicht auf G5, um den F5 anzugreifen, ja, weil ich meinen Bauern hier noch stehen habe. Das ist auch sehr, sehr günstig. Ja, er kann sich verteidigen erstmal natürlich. Schön passiv hinstellen. Wunderbar. Gefällt mir. Dieses Qualitätsopfer, um einen Abzugsschach zu geben. Okay, dann gehe ich hier hin. Ich glaube, der Bauer dürfte theoretisch keine Gefahr sein. Sagte er so, bevor er darin umkam. Ja, erstmal. Annähern. Ich kann mich nach F6, aber auch nach E7 stellen. Ne? Wo kann mein König denn? Wo steht mein König besser? Weiß man nicht. Weiß man nicht. So. Vielleicht kann ich selber auch ein bisschen G5 spielen. Obwohl, die zweite Front will ich jetzt gar nicht öffnen. Da hat er es ja nur immer ein. Ah, er macht's. Okay, ich mache erstmal den. Turm nehmen, sonst geht wegen dem nicht. Ja. So, und jetzt müsste ich irgendwie mal einen Plan entwickeln, wie ich konkret weiter komme ich an den dran. Auch nicht so richtig, ja. Ich könnte jetzt erstmal überlegen mit Springer D3, weil Läufer D3, C mal D, eine schöne Gabel.
Er hat kein Schach und ich drohe auf B, ups, auf B2. Genau. So. Jetzt nehmen wir den weg. So. Tauschen wäre, glaube ich, gut für mich, weil ich diesen freien Bauern habe. Ja, das ist natürlich nett von ihm. Und ja, den hat er übersehen. Aber ich glaube, jetzt war es auch verloren. Ja, spannende Partie. Gucken wir uns nochmal an. Vielen Dank fürs Partie. Und Analysebrett. Stimmt die Szene? Jawohl. Haarbrett. Die Haarlinie ist auch verbessert. Da stimmte irgendwas nicht, habe ich als Kritik bekommen. Okay, dann war auf jeden Fall eine Bogo Indisch. Da können wir einen Haken hintermachen. So, Engine anmachen. Zack, so, wollen wir mal gucken. E3, ja. Ja, denke so. Wir haben ungefähr ausgeglichen, das ist das, was ich in der Eröffnung natürlich will. Ne? Jetzt 6. Computer nicht so begeistert von, okay. Ah, Springer G5, bester Zug. Ja, schön. Ah ne, D mal E geht auch noch, aber ja, D mal E habe ich jetzt auch nicht die große Angst vor. Ja, ich habe hier einen Bauern im Zentrum. Alles gut. E5. So, ja, jetzt wäre meine Chance gewesen, meinen Läufer hier loszuwerden. Ne? Quasi so zu spielen, weil D mal C an Läufer C6 scheitert. Und jetzt hätte ich auch den Springer jetzt zurückziehen können. Jetzt habe ich diese Drohung. Jetzt hätte er den Springer wieder. Hätte ich vielleicht ein Tempo mehr gehabt, ja? Vielleicht so. Damit C3. Was mit C6 mit meinem Plan? Oh, er will tatsächlich hier nehmen. Und gibt sich einen Vorteil. Okay. Naja, geht noch, ne? Wenn er so spielt, dann bin ich, dann hätte ich diese Struktur, die hätte ich ja auch mal in der Partie haben können. Das, ja, damit bin ich safe, ja? Darmflügel ist zu. Ich habe die A-Linie mit gegenkontrolliert. Sein Läufer hier ist nicht gut. Vielleicht kann ich den Springer jetzt hier noch überführen. Vielleicht kann ich mal F5 mit anstreben irgendwann. Also das ist eine ausgeglichene Stellung. Ja, das passt. Ja, hier hätte ich vielleicht auf meinen Läufer loswerden sollen. Ja, die Gelegenheit habe ich verpasst. Springer G5 gehört durch. Computer will hier rein. Und den Springer tauschen. Ja, okay. Sind sicherlich irgendwelche Feinheiten. Jetzt steht mein König dann schlechter. So, A5. Ja. Mit meinem Läufer habe ich echt Schwierigkeiten, ne? Wieso will er jetzt hier erst tauschen? Weil ich, hätte erst tauschen können und den, ja, natürlich auch interessant, ne? Jetzt wieder versuchen, diesen Springer loszuwerden, weil ich glaube, der Springer ist in geschlossenen Strukturen stärker als der Läufer. Na, ja. Aber wenn er jetzt hier zurückgeht, ja, den Läufer gegen den Läufer tauschen, so wie der Computer das sagt, will ich auf gar keinen Fall. Naja, wie man es macht, ist immer falsch, ne? Läufer D7, okay, F4, oh, der, ich dachte, der war interessant, aber der scheint übertrieben zu sein, wegen meiner Reaktion mit F5, jawohl. Okay, jetzt müssen wir noch einmal gucken, was passiert, wenn ich jetzt hier nur als Beispiel Springer A6 spielen würde. Ihr seht, Freunde, er spielt sofort F4, F5. Und damit, ja, ist das Zentrum hier total blockiert. Hier habe ich zwar ihn
blockiert, kommen aber selber nicht weiter. Und er kann jetzt hier, ja, er droht jetzt F5, F6, muss ich den spielen. Und er wird jetzt hier irgendwann, wie auch immer, geartet mit G4. Ja, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Sagen wir mal so. Ja. Naja, gut, er kann sogar erst noch B3 spielen. Jetzt um das zu... Auch egal. Nehmen wir an, ich mache nichts. Er wird hier mit G4 und den und er kommt mit dem anderen Turm vielleicht noch. Er wird den Bauern schieben. Der anderen Turm wird auch noch dabei kommen. Am Ende des Tages, irgendwann, wenn alle seine Figuren, ja, weiß ich, die Dame vielleicht auch noch oder irgendwas auch immer, dann wird er G5 spielen und hier alles aufreißen und mein König gerät in Gefahr. Und ihr seht auch, die Engine ist schon bei Weiß. Ne? Engine mag es vielleicht noch verteidigen können. Als Mensch ist das schon deutlich schwieriger hier. Aber deswegen ja, dieses F4, F5 in der Praxis einfach nicht zulassen. Okay, deswegen selber den spielen. Aber E4, damit ist er wirklich selber wieder nicht einverstanden. Es ist wirklich spannend. Ich will erst den spielen, um auf den mit der Dame zu schlagen. Der hier ist gedeckt. Ich habe das Feld E5 für meine Figuren. Ja, vielleicht kommt der Turm auch mal da raus. Er hat den hier als rückständigen Bauern. Und gleichen sich diese beiden Bauern so ein bisschen aus. Ja. Stimmt. Bei genauer Betrachtung hätte ich auch mal drauf kommen können, ne? E4. Finger hier hin. So, jetzt mal eben ganz kurz zu diesem taktischen Motiv. Wenn er sagt, komm, er will beide Figuren hier haben, für beide Linien. Ich spiele den hier nur für den Fall, dass er B4 spielen würde. Seht ihr, Computer sagt, ist nicht so gut. Weil ich dann Springer schlägt B4 habe. Und jetzt ist der Turm abgelenkt, weil der A ungedeckt ist. Ja, und ich habe das Tempo auf die Dame hier. Ja, minus 1. Ja, okay. Nur so vom Prinzip her. Ne? Deswegen Turm A, B1. Okay, kann ich nachvollziehen. Und der Computer ist immer mit C6 überhaupt nicht einverstanden. Ne? Computer will jetzt hier den, aber lasse ich doch den zu. Den. Okay, dann. Wenn er so schlägt, ja. Ja. Ist wahrscheinlich, also vielleicht mag es objektiv besser sein, aber selbst jetzt ist es ein leichter Vorteil. Wahrscheinlich, weil ich C4, C5 auf Dauer nicht verhindern kann. Außerdem habe ich jetzt meinen Läufer noch über. Und ich will doch einen Springer in solchen Strukturen überhalten. Ding. Weiß ich auch nicht. Ja, okay, aber C6. Er will tatsächlich hier rausnehmen. Ich dachte, das wäre okay für mich. Aber ja, dann seht ihr mal, ne? Jetzt kann er den spielen. Und jetzt ist die Idee C5. Gar nicht mehr so gut, weil erstens kriegt er hier einen Freibauern auf B5. Zweitens hat er jetzt auch noch dieses Feld. Kann er wahrscheinlich sogar sofort hier hingehen. Und jetzt B5 spielen. Und jetzt kann ich meinen Springer da gar nicht rein. Oh Gott. Geht gar nicht. So. B4. Schlägt. Oh. Muss ich mich hier aber mal auf die Hinterpfoten stellen, ja? Nicht, dass ich jetzt hier gleich mal so richtig schlecht stehe. Eieiei. Das mit dem, um das Feld kontrollieren zu können. Er kriegt einen Freibauern, ja. Boah, das ist besser für ihn, ne? Ich meine, ich kriege den Bauern nach D5, da ist er gedeckt, aber dann macht den Läufer schlecht. Und er hat da auch jede Menge potenzieller Druck drauf. Er hat hier diesen Bauern, der hier natürlich deutlich gefährlicher ist als meiner.
Eieiei, C6 war tatsächlich übertrieben. Der war nicht gut. Wollen wir mal sehen, ne? A4 ist auch gut. Dame D8, jawohl, guter Zug. Ja, und Dame B3 war tatsächlich kein guter Zug, weil ich hier dieses Tempo bekomme. Ne? Ja. Computer will sogar B5 spielen. Okay, ja, Computer Lines. Mein Zug, ja, so schlecht war er auch nicht. Aber der geht nicht. Er muss. Was denn mit dem? Aber dann wollte ich den spielen, ne? Genau, und jetzt kann er den hier nicht gedeckt halten. Genau das war das Problem, ne? Genau. Und deswegen geht der nicht. Aber jetzt. Oh, der Computer will wieder B5 spielen. Ich bin so froh, dass ich meine Krücke los bin. Meinen Springer hier habe, A4 gespielt habe. Ja, bin ich doch safe, oder? Also strukturell, strukturell. Sollte er irgendwie. Ich glaube, Damentausch ist einfach der falsche Plan. Damentausch hat der Motto: Dame vom Brett, sind wir dem Remis näher, ja? Ist, glaube ich, genau der falsche Weg. Du brauchst die Dame als Weißer, du stehst statisch schlechter, also musst du ein dynamisches Gegengewicht erzeugen. Und dafür brauchst du natürlich im Zweifelsfall irgendwie die Dame. Und ja, mit Damentausch. E5, ja. Glaube, das ist einfach gut für mich. Ja, ja kommt, ihr seht, der Computer will jetzt auch schon mit G4, aber ist immer klarer Vorteil. Jetzt ohne Damen, glaube ich, ist das nicht mehr. Aber er hat sich ja. Oh. Ja, ihr seht ja, ich habe einfach diese Schwäche und dadurch ist dann am Ende dieser Freibauer entstanden. Auch wenn es vielleicht nicht alles forciert ist, in Anführungsstrichen. Ah, ich hätte natürlich auch jetzt schon reingehen können, ja. Aber okay, G6. Schadet auch nicht. Und jetzt gehen wir da rein. Jetzt ist der Bauer weg, ja. Der Gabel hier. Und er hat jetzt vor allem auch hier kein Tempo, kein Schachzug, dass ich auf der siebten Reihe stehe oder so. Genau. Ja, und jetzt hängt einfach der hier, ne? König G3. So, jetzt Achtung, Freunde. Der hier, dann hat er zumindest diesen Zwischenzug. Jetzt muss man rechnen, weil wenn ich jetzt hier schlage, schlägt er zwischen, hat er eine Figur gewonnen. Und wenn ich den spiele, kann er so. Boah, okay. Aber ihr seht, jetzt sind wir in einem Turmenspiel, wo ich diesen Bauern habe, aber Engine sagt, ist ein Vorteil, aber ich gebe ja meinen klaren, einfachen Vorteil außer Hand, ne, mit diesem Wirrwarr. Deswegen Turm B2 wollte ich hier nicht spielen. Deswegen habe ich Springer B2 gemacht. Einfach um diesen taktischen Komplikationen aus dem Weg zu gehen. Ja, der hängt. Der muss weg. Er muss dahin. So, und jetzt wäre seine einzige Chance Turm C6 gewesen. Ne? Einfach mal irgendein Gegenspiel. So, ich hätte den hier gemacht. Ich muss natürlich meinen Bauern decken. Ich habe ja eh nicht die große Auswahl. Und wenn er jetzt, sage ich mal, den deckt. Dann habe ich die Chance, diesen Turm zu tauschen. Und jetzt kriege ich den hier getauscht. Im Zweifelsfalle. Ja, der hier. Dann habe ich diese Taktik. Weil das meinen Turm deckt. Und der hängt auch noch und so weiter. So muss er den decken. Ja, Springer ist natürlich schon. Ein schönes Teilchen da oben, ne, auf D3. Oh, wieder mit meinem Turm hier reinzukommen. Turm tauschen und dann dieser A-Bauer. Den werde ich mit dem Springer zusammen unterstützen, ja. Springer B4 und dann A4, A3 und so. Das geht schnell. Ja, dann war im Endspiel, war dann nichts mehr zu holen für ihn, ja. Und ihr seht, hoffe ich mal eben, war nichts mehr zu holen.
Jetzt geht Läufer D3 nicht. Tauschen. Ja, und gut, jetzt die Figur einstellen ist natürlich, ja, sagen wir mal, er nähert sich hier so an. Jetzt hätte ich den hier, weil jetzt kann er sich nicht nähern wegen der Gabel. Muss er zumindest mal hier bleiben. Jetzt vertreibe ich den Läufer und kriege A4, A3, A2 und alles gut. Ja, spannende Partie. Wir können auf jeden Fall einen Haken hinter Bogo Indisch machen. Freunde, besten Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.